Ja, genau, das ist doch ja, super. Ja. Hoffen wir, dass noch Platz haben, wäre echt super. Genau. Super. Danke, gell? Kann ich noch Michelle mit dir schwätzen? Wir sehen uns später, gell? Ich glaube. Ja, sicher. Look, es ist so, ich würde mega gerne reisen. Ich habe es langsam satt, diese Firma. Ich würde gerne einfach mal weg. Kannst du mir nicht meinen Teil vom Erb jetzt schon geben? Ja, sicher, wenn du das so willst. $82. Was? So viel? Das letzte Mal waren es 60. Du hast es doch. Ich lebe meine letzten 100 Franken. Komm, gib mir das. Das letzte Mal. £9.25 ist der Stundenlohn. Ich bin enorm auf diesen Job angewiesen. Aber liegt vielleicht nicht noch mehr drin. Grüezi, da ist das C-Büro. Sind Sie mit Ihrer Krankenkasse zufrieden? Wie hat das noch ein... Grüezi, da ist das C-Büro. Sind Sie mit Ihrer Krankenkasse zufrieden? Wie hat das noch ein... Grüezi, da ist das C-Büro. Sind Sie mit Ihrer Krankenkasse zufrieden? Ihr denn das, was noch. Wie viel Teilzeitler arbeiten bei meinem Papi und haben genug Geld? Und ich komme da knapp über die Runde. Ich will zurückgehen zu meinem Papi und ihn fragen, ob er mich ein paar Prozent anstellt. 230.000 haben sie gesagt, würden sie bieten. Aber meiner Meinung nach, ja, habe ich das Gefühl, sind wir echt genug entgegengekommen. 260.000 haben wir gesagt, das ist das letzte Angebot. Irgendwie grosser Kunde wäre es natürlich schon. Neues Projekt, neues Land. Ja, sie sind natürlich schon jetzt nochmal 30.000 unter unserem letzten Angebot. Ich weiss nicht, ob wir das noch können so durchführen können, mit allen Kosten und so weiter. Sind sie noch da? Den, wohin gehen sie? Enttäuscht. Ich habe alles verloren. Ich bin es nicht mehr wert, deine Tochter zu sein. Nein. Hol neue Kleider und neue Schuhe für meine Tochter. Und den Firmenschlüssel. Und heute Abend machen wir ein Fest für dich. Und zwar mit dem besten Wein. Der Chateau Latour 1969. Weil du bist verloren gewesen und jetzt habe ich dich wieder gefunden. Was ist da los bei uns im Haus? Ah, deine Schwester ist zurückgekommen. Dein Vater schmeißt heute Abend eine Willkommensparty für sie. Ich habe gehört, er hat sogar deine teuerste Flasche Wein aufgemacht. Bis nachher. Papi, ich verstehe es nicht. Ich habe mich so aufgeopfert für dich. Und unsere Firma. Und ich habe sicher nie einen Fehler gemacht. Aber wenn ich mal ein Festchen feiern wollte mit meinen Freunden, hast du mir nicht einmal Bier gekauft. Und jetzt
kommt deine andere Tochter heim, hat dein halbes Vermögen verschleudert und du gibst ihr ein Fest und öffnest den teuersten Wein. Ich verstehe es nicht. Kind, du bist immer bei mir. Und wenn mir gehört, dann gehört doch auch dir. Es ist doch jetzt wichtig, dass wir uns freuen, weil deine Schwester war verloren. Aber jetzt habe ich sie wieder gefunden. Komm doch rein und feier mit uns mit.